Wenn du dich selbstständig machst, wirst du nicht darum herumkommen, Kunden zu finden. Und wenn du bisher noch nicht die Erfahrung gemacht hast, in einem Unternehmen, in der Vertriebs-, in der Verkaufs-, in der Sales-Abteilung Kunden zu gewinnen, dann beschreitest du Neuland. Und die Frage ist also, wie kannst du schnell und einfach neue Kunden gewinnen? Und darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmensberater und Coach, sondern selbst auch Unternehmer. Meine ersten Firmen, meine ersten Selbstständigkeiten habe ich aufgebaut und dabei Kunden gewonnen, ohne eine Webseite zu haben. Und dieses Prinzip, was ich dir heute zeigen werde, das funktioniert auch heute noch, egal ob du offline oder online deine Kunden gewinnen willst. Hinter diesem Konzept, was ich dir heute vorstelle, steht ein Prinzip, eine Regel, etwas, was für uns alle Menschen gilt. Und das, was für uns alle Menschen gilt, ist, dass wir nicht alleine auf der Welt sind, sondern dass wir in einer Gemeinschaft zu Hause sind. Und das wurde untersucht, es wurde festgestellt und gezählt, wie viele Menschen sind anwesend, zum Beispiel, wenn ein kleines Kind konfirmiert wird, wenn jemand heiratet oder schließlich stirbt und beerdigt wird. Und im Durchschnitt ist man auf eine Zahl gekommen, die weltweit im Durchschnitt für alle Menschen gilt. Bei einigen Kulturen sind es natürlich ein bisschen weniger, bei anderen Kulturen kommen dafür viel mehr. Eine türkische Hochzeit oder eine indische Hochzeit, wo mehrere Dörfer und Familien zusammenkommen, können mal schnell 1000 Menschen zusammenkommen. In anderen Ländern sind es vielleicht nur 150 oder 200. Aber die Zahl, die ich dir jetzt nennen werde, die gilt im Durchschnitt für dich und auch für mich. Und die Zahl, die herausgefunden worden ist in diesen Untersuchungen, lautet 250. Das bedeutet also, dass du in einem Netzwerk zu Hause bist von ca. 250 Personen. Ein Teil sind natürlich deine Freunde, deine Familie, deine Bekannten, deine Nachbarn, deine Mitschüler, deine Kollegen, also all das, was dich umgibt, bis hin zum Sportverein oder ansonsten gemeindlichen Strukturen. Und wenn du das überprüfen willst, lade ich dich gerne ein, einfach dein Handy jetzt rauszuholen und dann ganz nach unten zu scrollen in deiner Kontaktdatenbank und dann findest du eine Zahl. Und diese Zahl zeigt dir an, wie viele Kontakte du hast. Und bei den meisten Menschen, die ich persönlich treffe, ist die Zahl sogar größer als 250. Was bedeutet das nun für deine Reichweite, wenn du dich selbstständig machst, wenn du ein Unternehmen gründest oder ein neues Produkt in den Markt bringst? Das bedeutet, dass du nicht nur 250 Kontakte hast, sondern dass jeder Einzelne in deinem Netzwerk auch Betroffener dieser Regel, dieses Prinzips ist. Das heißt, jeder deiner 250 hat ebenfalls auch nochmal 250 Kontakte in seinem Netzwerk. Und das wirst du sehen, wenn du beispielsweise bei Facebook mit einem Freund befreundet bist, dann hat dieser Freund auch wiederum Freunde, die auch wiederum befreundet sind mit anderen. Was bedeutet das nun für Marketing? Was bedeutet das für Reichweite? Ganz klar ist, dass deine 250 Personen auch alle 250 Kontakte mindestens haben. Und wenn du diese Zahlen jetzt miteinander multiplizierst, dann kommst du auf eine sehr interessante Zahl in der zweiten Generation. Die erste Generation der Kontakte sind deine eigenen Kontakte. Die zweiten aber sind diejenigen, die zu den Kontakten deiner Kontakte gehören. Und diese Zahl rechnen wir jetzt aus. Und das war sicherlich leicht zu rechnen. 250 mal 250 ergibt 62.500 Kontakte. Was bedeutet das für den Alltag als Unternehmer, als Selbstständiger? Wenn du es also schaffst, dass deine Menschen, die müssen noch nicht einmal dein Kunde werden, aber wenn sie zumindest erfahren, welche gute Lösung, welche guten Dienstleistungen du anbietest und sie sind davon begeistert und empfehlen dich weiter, dann hast du die Chance, damit nicht die Sicherheit, sondern nur die Chance auf eine Reichweite von 62.500 Menschen. Und was kostet es dich, diese 62.500 Personen in der zweiten Generation zu erreichen? Musst du aufwendig eine Website erstellen, Content produzieren, Fotos machen, Texte erstellen lassen, Videos produzieren, das Ganze noch in einen Content-Redaktionsplan gießen, um dann mit SEA, also Pay-Traffic-Maßnahmen, tatsächlich auch noch zu bewerben? Natürlich nicht. Es reicht hier völlig aus, dass du dich mit deinen Menschen unterhältst und ihnen mitteilst, welche guten Lösungen du anbietest. Und wenn du noch einen Schritt weitergehen willst, kannst du sie auch danach bitten, darum fragen, weiterempfohlen zu werden, wenn sie auf jemanden treffen, der genau die Probleme hat, die du löst. Und hier hast du auch einen ganz großen Vorteil, den andere nicht haben, die gleich online in den Markt eindringen. Denn sie wissen ja noch gar nicht, wie gut ihre Lösung ist. Sie wissen noch gar nicht, ob sie weiterempfohlen werden. Sie wissen vielleicht nur noch gar nicht, wie der Markt denkt. Wenn du aber mit deinen 250 Personen
in Gesprächen darüber dich austauscht, was sie dazu denken zu deiner Leistung, dass du sie um Hilfe bittest, um Feedback und ihre Meinung bittest und auch um Weiterempfehlung, dann kriegst du sofort eine Antwort, die erstmal was kostet. Zunächst nichts, außer die Überwindung deiner Ängste, außer die Überwindung deiner vielleicht persönlichen bisherigen Erfahrungen und dem Erwerb neuer Fähigkeiten, die du brauchst, um mit anderen Menschen zielführend kommunizieren zu können. Und wenn dich das noch nicht überzeugt, wenn dich das noch nicht motiviert, diesen Schritt zu gehen, dann lade ich dich einfach jetzt mal ein, die dritte Generation auszurechnen. Nämlich wenn du die 250 Menschen der 62.500 Menschen erreichen würdest. Und wenn das nicht ausreicht, dann rechne gerne noch die vierte Generation aus. Wie du siehst, geht es hierbei nicht nur darum, dass du Menschen erreichst, denn das könntest du auch online mit irgendwelchen Anzeigen. Es geht vielmehr darum, dass du Wissen recherchierst, dass du Feedback bekommst von den Kunden. Und zwar einerseits auf dein Leistungsangebot, bietet es einen echten Mehrwert, bist du echt ein Problemlöser, sind die Menschen bereit, auch Geld dafür zu bezahlen, und aber auch, dass du deine entsprechenden verkaufs- und vertriebsfördernden Kompetenzen entwickelst. Denn dieses Wissen im Sales und Vertrieb, die Begegnung von Einwänden, von Fragen, von Vorwänden, die Abschlussfragen, der gesamte Sales-Prozess, den lernst du nicht in der Schule, auch nicht in einer Universität oder in einer Berufsausbildung. Entscheidend ist hier, dass du den Mut hast, tatsächlich ins Wasser zu springen wie ein Schwimmer, der noch nicht schwimmen kann und dann im Wasser auch lernt, nach Vorbereitung mit einem Trainer die Schwimmbewegung auszuführen. Und das Gute ist, während du also mit dem Menschen sprichst und während du also lernst, Informationen bekommst zur Weiterentwicklung deiner Geschäftsidee, wirst du schon die ersten Verkäufe machen. Und wenn du das in einer positiven Art und Weise druckfrei machst, sondern die Menschen informierst und sie um Hilfe bittest, dich weiterzuempfehlen, werden sie dich auch in einer positiven Art und Weise in Erinnerung behalten. Da werden sie vielleicht nicht heute, morgen oder nächste Woche deine Kunden, aber wenn sie jemanden treffen, der das Problem hat, oder wenn sie selbst in einem Jahr zu der Gruppe gehören, die auch die Probleme haben, dann werden sie sich an dich gerne erinnern. Und dann werden sie dein Kunde werden und dir auch einen Auftrag geben oder zumindest eine Weiterempfehlung. Aber warum machen das die meisten Menschen nicht? Weshalb versuchen sie lieber gleich im Internet über Webseiten, Landingpage und andere Content-Kanäle Kunden zu gewinnen? Und da gibt es drei Gründe dafür, die werde ich dir jetzt nennen. Der erste Grund ist einfach, dass die Fähigkeiten schlichtweg fehlen. Ich habe das Verkaufen nicht gelernt. Und es ist auch schwierig, eine gute Verkaufsschulung und Ausbildung zu bekommen, speziell für deine Produkte und vielleicht auch für deine Zielgruppe. Du brauchst also Fähigkeiten im Umgang mit Menschen. Mehr zuhören, besser Fragen stellen, weniger über dich reden und tatsächlich die Bedürfnisse zu ermitteln und dem anderen Angebote zu machen, wofür sich der andere echt und frei entscheiden kann. Das ist die hohe Kunst des Verkaufens, sodass der Kunde dann den Umsatz macht, was dein Applaus ist für deine gute Arbeit. Aber diese Tätigkeiten gilt genauso zu erlernen, wie du es erlernen musstest, einen Führerschein tatsächlich auch zu bekommen und ein Fahrzeug zu führen. Der zweite Grund, weshalb Menschen dieses Prinzip der 250 als Reichweite nicht nutzen, ist, dass sie Leichen im Keller haben. Sie haben sich also vom Freund Bücher ausgeliehen und es nicht zurückgebracht. Sie haben sich von der Nachbarin den Rasenmäher ausgeliehen und ihn kaputt gemacht. Und vielleicht haben sie schlecht hinter dem Rücken eines Kollegen gesprochen und sich deshalb als Verleumder, als sogenanntes schwarzes Brett des Teams bekannt gemacht. Also wichtig ist natürlich, wer hier erfolgreich sein will, wer hier weiterempfohlen werden will, wer hier Aufträge aus seinem privaten Netzwerk haben möchte, der bedarf eines guten Rufes, einer guten Reputation. Und du kannst jetzt selbst überprüfen, wie gut dein Image, deine Glaubwürdigkeit in deinem Netzwerk ist. Und wenn die auf einer Skala von 1 bis 10 eher unten ist, dann kannst du sie gerne nach oben aufbauen. Denn klar ist, je weiter, je besser dein Netzwerk, deine Persönlichkeit auf der Skala von 1 bis 10 oben ist, desto schneller funktioniert das System auch für dich. Ein 10er wird gerne weiterempfohlen, ein 1er lieber nicht. Der dritte große Knackpunkt, der verhindert, dass dieses System, dieses Prinzip der 250 mal 250 auch für dich funktioniert, ist dein Interesse an anderen Menschen. Denn wenn du bisher mit anderen immer nur über dich gesprochen hast, wenn du mit anderen selten über sie gesprochen hast, wenn du dadurch nicht mitbekommen hast, welche Probleme die Menschen um dich herum haben und dass du die anderen auch nicht davon überzeugt hast, dass sie dir wichtig sind, so lange wirst du ihnen nicht wichtig sein, dass sie dir die Tür öffnen zu ihrem Netzwerk oder dir einen Auftrag erteilen. Wenn du dich also selbstständig machen willst oder vielleicht schon bist und mehr Kunden generieren willst, dann hast du jetzt eine wichtige Entscheidung zu treffen. Du kannst auf der einen Seite so bleiben, wie du bist
und versuchen über den digitalen, also über den Online-Weg, über Anzeigenschaltung, Webseiten, Landingpage, Google Ads und Facebook Ads und YouTube Ads versuchen die Kunden so zu bekommen, dass sie niemals mit dir in Verbindung treten müssen. Du kannst aber auch auf der anderen Seite Entscheidungen treffen, genau diese drei Dinge zu beheben, abzustellen, sicherzustellen, dass du die Fähigkeiten hast, dass du eine beliebte Persönlichkeit bist mit viel Speck in den Taschen und mit viel Honig, dass die Menschen dir gerne zuhören und dir es auch zutrauen, dass du die Probleme wirklich lösen kannst. Dann hast du einen Weg vor dir der Persönlichkeitsentwicklung, der Fähigkeitsentwicklung. Der Vorteil ist aber, du brauchst keine Webseite, du brauchst keine großartigen Marketinginstrumente, denn überall, wo du unterwegs bist, schließen sich die Menschen an, vertrauen sich die Menschen an, teilen ihre Probleme mit und es ist dann ein leichtes, dass du deine Lösung auch anbietest. Und wenn du dann mit den Informationen dieser Personen so vertrauensvoll und glaubwürdig und zuverlässig umgehst, wie du es versprochen hast, dann wirst du auch erleben, dass die Menschen die Tür aufmachen zu ihren Netzwerken und dich weiterempfehlen. Denn das liegt auch in der Natur eines Menschen, dass wenn er ein gutes Buch gelesen hat, einen guten Kinofilm gesehen hat, dass er gerne darüber spricht und es teilt. Und das wünsche ich dir, dass das die 250 in deinem Umfeld tun und dir dazu die Tür aufmachen zu nochmal mal 250, zu 62.500 und auch zu den Millionen, die danach kommen. Und dann wirst du nie wieder Probleme haben, Kunden zu finden und deine Zielumsätze auch zu erreichen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, nicht nur deinen Umsatz, deinen Finanzplan, einen Businessplan, eine Fördermittel zu beantragen, sondern auch dein Marketing- und Vertriebskonzept aufzusetzen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir als X-Group helfen seit fast 20 Jahren nicht nur bei der Gründung und bei der Finanzplanung, sondern vor allen Dingen auch beim Marketingkonzept und bei der Salesplanung. Dafür haben wir ebenfalls Experten und an dir ist es nun, das kostenfreie Erstgespräch zu buchen, gerne vorher noch das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat, den Kanal zu abonnieren, gerne uns weiter zu empfehlen und dann dein Konzept zu erschließen, um mindestens 62.500 Menschen bis zum Ende des Jahres noch erreicht zu haben. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dein Daniel Schäfer und ich spreche hiervon, was ich selbst gemacht habe.